Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Kennt ihr das, wirklich gerührt zu sein? Oder wie es mit einem schönen Begriff heißt, angefasst zu sein? Dass einen wirklich etwas anfasst, eine besondere Situation, ein gutes Gespräch, eine intensive Begegnung, Kunst oder Musik? Eine Frau, sie näherte sich einmal Jesus, sie war schwer krank und wollte ihn berühren. Und das heißt, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Von Jesus heißt es dann, dass er sich umdrehte und ihr zusprach, du bist geheilt. Sich von Jesus berühren zu lassen, mit ihm in Berührung zu kommen, das ist ein großes Geschenk, das wir jeden Tag nutzen sollten. Im Gebet, in der Betrachtung der Heiligen Schrift, in der Feier der Sakramente. Sich von Jesus berühren zu lassen, ist der erste Schritt in Richtung Heil und Leben. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, so viele Dinge im Alltag können uns berühren und anfassen. Schenke du uns die Gnade, dass wir uns von dir berühren und uns aus der Begegnung mit dir anrühren lassen, so sehr, dass wir aus der Begegnung mit dir gestärkt besser hervorgehen, als wir in sie hineingegangen sind. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.